Tesa ist der Name des Herstellers. Die eigentliche Bezeichnung ist das Distanzelektroimpulsgerät. Und dort werden aus einer Kartusche heraus zwei Pfeilelektroden geschossen, die mit jeweils einem Kabel verbunden sind. Und treffen diese beiden Pfeile dann den Angreifer, erhält dieser einen schwachen, aber doch hochfrequenten Stromschlag. Das sind ungefähr 50.000 Volt Spannung bei 2,1 Milliampere Stromstärke. Die Impulse beeinträchtigen dann die sensorischen und auch die motorischen Funktionen des peripheren Nervensystems. Sie überlagern die Nervenimpulse des eigenen Körpers und verursachen unfreiwillige Muskelkontraktionen. Der Betroffene kann sich nicht mehr eigenständig bewegen. Eine entsprechende Distanz muss gegeben sein und die Kleidung darf nicht zu dick sein. Beide Pfeile müssen sitzen. Verfehlt nur ein Pfeil, ist der Taser wirkungslos. Deshalb brauchen wir immer ein Backup für den Fall der Fälle, um nochmals anders reagieren zu können. Notfalls auch, um die Schusswaffe einzusetzen. Nein, es gibt Kabellängen von 5 bis 10 Meter im Angebot. In Bayern verwenden wir hier 6 bis 7 Meter. Das heißt aber auch, ein Angreifer muss oder darf höchstens 7 Meter entfernt sein und weder er noch der Polizeibeamte dürfen bei der Schussabgabe sich nach hinten bewegen. Sonst reicht das Kabel eben nicht aus und die Pfeile, die landen dann im Leeren. Ja, es gibt diese roten und grünen Projektionspunkte, die beim Zielen helfen. Bei einem sich nicht bewegenden Ziel ist es sehr leicht, dieses Ziel dann zu treffen. Nur steht in einer psychischen Ausnahmesituation das Gegenüber selten sehr ruhig da. Ja, es ist deutlich ungefährlicher, als wenn mit der Dienstpistole geschossen werden muss, um einen Angreifer zu stoppen. Bei einem Sturz nach dieser Muskelverkrampfung kann es aber klar zu Platz- oder auch Schnürwunden kommen, aber nichts, woran man stirbt. Ja, der TESA hat eine eigene Software eingebaut, die jede Pfeilabgabe aufzeichnet und dann im Nachhinein kann das ausgelesen werden, wann und wie genau der TESA eingesetzt wurde. Es kann noch mehrmals 5 Sekunden Strom abgegeben werden, wenn beispielsweise in der Zeit der ersten Verkrampfung die Fesselung noch nicht klappt. Das wird aber vom eingebauten Chip notiert, also absolute Überwachung des Einsatzes, was beispielsweise bei einem Schlagstockeinsatz nicht möglich ist. Ganz klar, das ist der große Vorteil. Es ist möglich, einen kurzen Lichtbogen zu zeigen, der wirkt auf viele Aggressoren bereits einschüchternd und sie geben dann auf. Nein, nur die Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei und des Einzeldienstes haben diesen Taser an Bord. Wir als DPLG Bayern wollen aber, dass er irgendwann in jedem Streifenwagen dabei ist. Wie geht's dir? Ja, der ganze Körper ist verspannt. Schmerzen? Hast du Schmerzen? Nein, nicht mehr.